Ja, hey Leute, ich bin René und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mit dabei wieder der Autor Tino. Und zwar heute geht es um einen EPA-Test. Und zwar Conserva hat mal wieder ein Paket rausgehauen. Und zwar Typ 1. Und ich würde sagen, wenn ihr wissen wollt, wie es schmeckt und wie es aussieht, dann bleibt dran. Da ist es, das EPA Typ 1 von Conserva. Es ist ein Instance-Ein-Personen-Packung für einen Tag. Was ist denn da drin? Aus der Conserva-Feldküche. Ja. Sollen wir es aufreißen oder willst du vorlesen, was drin ist? Nö, ich würde sagen, jawohl, wir haben ja hier. Also wir haben hier diesmal drin Kartoffeleintopf, Zitronentee, Feldkaffee, hört sich schon mal gut an. Haferbrei, Feldbrot, ah, das ist ja was wir letztens schon, das war ja auch letztens verdammt lecker. Aha, hier deine Weizen-Energieriegel, wo der schon mal, hat er einen Post drüber gemacht. Freunde, sehr leckeres Energieriegel. Nee, das ist was anderes hier. Ist das nicht dasselbe? Ja. Nee, das, was du meinst, ist, Dann können wir jetzt eigentlich mal schnell eins nehmen. Ja. Wir sind ja schon ein bisschen länger unterwegs. Ja. Die kannst du tatsächlich... Einfach im Mund, Freunde. Ich schau davon mal einen Link unten in die Videobeschreibung. Schaut mal rein. Jawohl. Oh, da ist auf. Schau auch mal drauf, Freunde. Müll immer wieder mitnehmen. Ja, ganz wichtig, gerade wenn ihr im Wald unterwegs seid. Ich habe immer eine Mülltüte mit. Da. Ja, beim ersten Dings geht es ziemlich weit in den Rachen. Ne? Mhm. Da musst du erstmal aufmachen, dass du dich. Aber nach wie vor, Freunde, sehr, sehr lecker. Wie gesagt, von Conserva. Ich hau unten mal einen Link unten in die Videobeschreibung. Schaut mal rein. Ja, machen wir drauf, oder? Ja. So sieht's aus. Ich komme noch ein bisschen näher. Alles in einem schönen Militärfarben, wie der Papa das mag. So, hier haben wir den Conserva Zitronentee. Ich komme ein bisschen nach vorne, Freunde, damit ihr es auch seht. Der Zitronentee. Schokonuss. Kartoffeleintopf. Brotaufstrich. Käsecreme. Ach, das ist, habt ihr schon mal bei mir gesehen, habe ich schon mal gemacht. Brotaufstrich, Käsecreme. Ah. Hier habe ich Schokonuss. Den Feldkaffee. Kartoffeleintopf. Haferbrei. Der Feldtee, wo der Tino gerade schon sagte. Ah, das ist dieser Haferbrei. Ah, den hatten wir beim letzten Mal aber nicht, ne? Das ist der Riegel. Siehst du, der sieht nämlich anders aus. Ah! Ja, das ist der Energieriegel. Der Weizenriegel. Ja. Ah, hier, vier Freunde, ihr könnt das sehen. Da sind sogar zwei drin. Oh, stimmt, hast du vorgelesen, zwei. Ah, stimmt. Mal zwei. Feldbrot ist auch mal zwei. Ja. Das Feldbrot ist natürlich das Brot, was man selber anmischen muss. Ah, davon, Freunde, sorry, wenn ich gerade unterbreche, davon haue ich mal einen Link von Tino seinem Video unten in die Videobeschreibung. Genau. Könnt ihr mal reinschauen, weil er hat das Brot schon mal, gebacken, getestet. Gebraten. Gebraten. Ja. Schaut doch mal dann gerne da rein. Tun wir einfach hier jetzt rein. Genau. Ja, also das ist ein Langzeit-EPA, soll das sein, von Conserva. Die haben uns das heute wieder zur Verfügung gestellt. Beste Grüße gehen da auch raus an euch. Ja, dann würde ich sagen, hauen wir mal einen raus, hör Tino. Ja. Womit fangen wir an? Soll ich Wasser kochen für unsere Tees? Willst du einen Tee oder einen Kaffee? Ich trinke einen Kaffee. Was möchtest du? Ich trinke auch. Das ist wahrscheinlich für zwei Personen wahrscheinlich. Geht mal. Ja. Ich mach mal Kaffeewasser. Wasser 50 Milliliter, etwa eine Tasse. Auf jeden Fall lecker. Ein bisschen auf Kakaobasis. Also ich sage mir mal eine halbe, jeder macht sich ein bisschen Wasser heiß. Ja, genau. Und dann, ich kann auch komplett Wasser heiß machen. Ich habe auch meinen Tass dabei, du hast ja bestimmt deine Tasse auch dabei. Sind das unser 500 Milliliter habe ich jetzt. Ja, dann haut drauf. Ja. Mach heiß. Ja, denke ich auch. Sollen wir das Feldbrot jetzt hier nochmal backen oder
weil ich habe gar keine Pfanne mit. Ja, dann lad dann, wie gesagt, ich habe meine Community. Gut, das Feldbrot habe ich schon mal gemacht. War jetzt darauf so nicht vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar dachte ich, in dem Epa ist ja immer ein Brot drin, also ein fertiges. Also ich habe jetzt gedacht, so wie dieser Riegel, ne, so in dieser Format oder wie auch immer. Link haue ich natürlich auch nochmal mit in die Beschreibung. Es ist super lecker, das kann ich sagen. Wir werden es irgendwann nochmal machen, aber ich habe heute wirklich keine Pfanne mit. Und man braucht eine Pfanne. Ja, du hast es schon getestet, das, ne? Ja, weil das Problem ist hier, das ist einfach auch zu klein. Ne? Okay. Man muss schon etwas großflächiges Fännchen haben. Wie gesagt, ich habe schon mal getestet, deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, lass mal weg, gibt Schweinerei. Auch mal an meine Community, wie gesagt, ich habe ja den Link von genau. Kino, haust mal unten in die Videobeschreibung. Dann, wenn ihr wissen wollt, wie es zubereitet wird. Und machen dafür einfach hier eine leckere Dose Mangostreifen auf. Auch aus dem Hause Conserva. Wie gesagt, ich bin kein Verkäufer. Es ist ein Test. Ich teste. Willst du es aufreißen oder ich aufreißen? Reißt du dir einen auf? Die sieht aber gut aus. Klar ist immer dieses Trockentüchchen da drin. Oh, das riecht doch richtig. Wärst du auch so freundlich, das in meine Kamera zu zeigen? Oh ja, Entschuldigung. Bitte. Zeig mal. Oh. Oh, vorhin riecht es sehr lecker. Ja. Komm schon mal hier. Nee, ich will nicht so groß, ein kleines. Also dafür, dass es aus einer Dose ist, Freunde, mega. Sehr, sehr, sehr fruchtig. Ja. Wow. Ja, wo hast du denn den? Ich habe übrigens noch ein Geschenk für dich. Was ist das denn? Was ist denn eine Farbe, Alter? Eine Zahnbürste. Wieso? Die Farbe habe ich extra für dich ausgesucht. Du spielst gerade mit unserer Freundschaft, ne? Ach du, stell ich mal nicht so an. Und zwar ist das ein Dosenhalter für beim Gast. Kannst du deine Ravioli, weil René isst gern Ravioli und hat dann immer, und dann kannst du hier so schön, ne, was? Willst du doch nicht, ne? Weil es rosa ist. Das darf man da nicht haben. Tino, ob ich es haben will oder nicht, die Frage hast du dir jetzt gerade selbst gestellt. Egal, direkt mach weg. Ne, das hält. Ich habe sie richtig festgedrückt. So, es hält. Jetzt sind auch kaum welche rausgefallen. Ein, zwei. Es hält aber. Du sollst jetzt ja mit keinem Breakdance tanzen, aber es hält. Cool. Es ist ja cool. Nur dafür, dass du die heiße. Ja, ich hab's schon. So, was ich noch sagen möchte, es ist nicht für übers Feuer. Ne, das ist ja Kunststoff. Ja. Für Gas optimal. Ja. Ich dachte einfach, die Farbe passt besser zu dir wie zu mir. Tino, wie war das bei dem letzten Video mit dem Radio? Darf ich mal gucken? Nee, willst du es haben? Es gibt leider nur diese beiden Farben und du bist auch mein Freund. Ja, okay. Hast du eine Dose dabei, die du sonst immer gerne isst? Na, leider nein. Okay, schade. Aber trotzdem, vielen Dank, Tino. Meine Frau wird sie bestimmt gebrauchen können. Hier. Also ich finde das mega. Ja, die Idee ist dahinter, ist cool. Ich krieg bestimmt noch mal grünes rein, dann kriegst du eins. Oh, danke schön. Ne? Dann kriegst du das rosa noch wieder. Nee, das kannst du ja dann deiner Tochter schenken. Okay. Grüße gehen raus. So. Ich finde das geil. Entschuldigung, geil, darf ich nicht sagen. Nein, finde ich gut. Gut, ja. Und klick ab. Die Idee dahinter ist klasse. Ja, aber wie gesagt, nochmal, es ist nicht für über offenem Feuer. Also ich glaube, es hat 170 Grad hält es aus. Ich will da jetzt auch nicht sagen, ich bin kein Spezialist für Kunststoff, aber für über dem Gas die heiße Dose festzuhalten, optimal. Ja klar, um wir vorhin gerade mal runterzuholen. Ne? Ja, nee, du hast ja auch, weil das Problem ist meistens einen sehr unstabilen Untergrund. So, und dann kannst du hier... Ja. Ne, und die Dose so festhalten, ist meistens blöd. Dann hast du halt einen Handschuh an, hältst du oben am Rand fest. Und hiermit ist halt, gut, tut mir jetzt leid, René, dass du das Rosa bekommen hast, aber wie tut gesagt. Tut sie nicht. Wie ist unser Spruch? Wenn ich entschuldigen will, kannst du mich anrufen. Ja. So, eine Tasse wollte ich, da ist sie. Genau. Ja, noch ein bisschen dann. Wir können schon mal, wo hast du das hingeschmissen? Na dann. Die Kaffee? Da. Ah. Brauchst du einen Löffel? Löffel habe ich.
Ich habe hier so einen extra Kaffeelöffel. Ach, dann hauen wir einen Kaffeelöffel raus. Weil Wasser ist jetzt fertig. Ich halte einfach mal jetzt gerecht hier auf. Ja, meine ist ein bisschen kleiner. Uiuiui. Ja, meine Tasse ist ja so kleiner. Braucht man hier nicht. Ja, wir haben uns hier hinten eine kleine Bank gebaut. Ja, wir haben hier ein Brett gefunden mitten im Wald. Ja. Hat ja irgendjemand entsorgt. Und wir haben es jetzt in Beschlag genommen. Aber gut aussehen tut der Kaffeeschmutz hier. Auf euch da draußen. Au. Au, der ist aber gut. Au. Also der Kaffee ist schon mal, Freunde. Was haben wir, Henner? Da war der Haferbrei. Und der Kartoffeleintopf war da dran. Hier sind die. Also das sind jetzt die Brotaufstriche. Die können wir natürlich jetzt testen, wir die nicht, weil wir haben kein Brot. Nee, das war ja das, wo du gesagt hast mit dem Braten. Genau, das machen wir in einem separaten Video mal, auch über offenem Feuer. Ne, hier ist zum Beispiel ein Käseaufstrich. Das hier ist ein Schoko-Nuss. Also das ist alles mit Wasser wird das versetzt. Da kommt überall, je nachdem, hier bei dem kommen zum Beispiel 10 Esslöffel rein, hier 12. Hier 12. Käsecreme und hier Zitronentee. Genau, Zitronentee und dann die Käsecreme hatte ich auch schon mal getestet. Also ich finde die Sachen sehr lecker von Conserva. Deshalb sage ich einfach, guckt mal in die Videobeschreibung. Ich hau da einen Link rein, wo ich das Brot gebacken habe und die Käsecreme, das war echt lecker. Aber wir beide werden das testen. Ja. Über offenem Feuer, nur wie gesagt, ich habe heute keine Pfanne mitgenommen. Weil ich, gut, ich wusste nicht, was in dem EPA, wie es verpackt ist, wie die Einheiten sind, die da drin sind. Hätte ich gewusst, dass es Tütchen sind, hätte ich natürlich eine Pfanne mitgenommen. Ne? Aber. Naja, man lernt die aus. Genau. Raus und machen. Genau, was soll's. Dafür haben wir aber noch eine Suppe. Ja, und den Kartoffeleintopf. Ja, die meine ich auch. Ach so, die meinst du mit Suppe. Also, hatten wir nicht noch irgendwo eine Suppe? Haferbrei? Nee, das ist die ohne. Ah, da war der falsch gerade was falsch schon. Genau. Ich hab noch eine Linsensuppe. Ach, die vom letzten Mal noch? Ja. Da haut auch mal einen Link unten in die Videobeschreibung. Und der ist hier. Passt doch noch, ne? Also, falls das jemanden von euch interessiert, Haltbarkeit, da war doch auch irgendwo mal hier. Das ist ja, was die Leute auch meistens gerne Ich glaube, die sind immer 10 Jahre. 10 Jahre? 10 Jahre. Das EPA ist immer 10 Jahre. Also das zum Beispiel, hier das Typ 1 ist zum Beispiel zum 1.9.2033 haltbar. Also 10 Jahre, hab ich schon gesagt. 10 Jahre. Die machen 10 Jahre, die sind immer alle 10 Jahre. Das sind, die Dose sieht schon ein bisschen ramoniert aus, die hatte ich schon mit im Einsatz. Damit habe ich mal gejagt. Was hast du denn gejagt, Tino? Eine Kartoffelcremesuppe. So, sollen wir die machen? Ja, na klar, hau raus. Wir brauchen 500 Milliliter Wasser. 500 Milliliter Wasser. Sollen wir in deinem Töpfchen machen? Das ist mir egal. Mir ist das auch egal. Weil Wasser habe ich da hinten. Da ist Wasser jetzt schon drin. Dann hau die 500 Milliliter da raus. Da hast du den 500 Milliliter Strich. Das ist das Gute bei den meisten Outdoor-Tassenbecher, ist eine Maßeinheit mit dran. Weil tatsächlich viele Outdoor-Essen sind, wie sagt man, ist angegeben, wie viel Wasser man braucht. Wenn du dann natürlich zu viel oder zu wenig hast, ist der Geschmack wahrscheinlich dann auch blöd. Nicht so gut. Die Snacks hier. Ja, hau rein. Snack bis zum Absnacken. Na. Aber schon wieder dicke Finger im Mäuel. Sollen wir dann in der Zeit, wo das Wasser köchelt, Tino? Ja, habe ich gerade genau. Von einem Weizenriegel uns genießen. Hier sind zwei drin, oder? Ja, gut, machen wir erstmal noch einen. Deswegen hast du jetzt noch einen drauf gemacht. Weizen-Energieriegel. Oh, der sieht aber. Ah, der ist nochmal eingepackt. Ach, ich habe auch gerade gedacht, der glänzt aber. Der glänzt aber schön, ey. Ja, der ist nochmal eingepackt. Weizen-Energieriegel. Aber wie ihr hört, wir sind immer noch schwer verschnupft irgendwie. Wir kriegen die Erkältung nicht los.
Ja, ich hab seit ein paar Tagen. Ne? Ich seit zwei Wochen. Ich krieg diese blöde Erkältung nicht los. Aber gut riechen tut's immer. Riecht wie ein Keks. Jo. Doch. Ist zwar ein bisschen trocken, finde ich. Aber nicht so trocken wie die Panzerkekse. Ne, die Panzerkekse, die kannst du mit Hammer mal so klein machen. Aber nach was schmeckt das? Ich bin es auch am gerade definieren. Jetzt kommt bestimmt ein Kommentar. Wonach schmeckt das? Nach Weizen? Aha. Aber Freunde, es schmeckt nicht so wirklich nach Weizen. Das hat einen Geschmack, den kenne ich auch, aber ich weiß ihn gerade nicht zuzuordnen. Ja, ja. Auf jeden Fall lecker. Mhm. Mein Gott, Mann. Genau. Die Konsistenz. Also, schmeckt ein bisschen wie so ein bekannter Keks. So zerbröselt der Keks normal. Lecker. Ins heiße Wasser einrühren. 12 Minuten ziehen lassen. Derzeit können wir ja noch mal auf die Jagd gehen. Jo. Wasser kocht schon? Ja. So, Freunde, nachdem wir jetzt das schöne, leckere Plätzchen vernichtet haben, haben wir uns gerade noch mal schlau gemacht. Und zwar den Kartoffeleintopf müssen wir in heißes Wasser einrühren. Wasser ist schon soweit. Schön am Kochen. Der Tino macht hier gerade komische Spiranzchen. So ein Löffel. Du suchst einen Löffel? Ja, Alter. Hier ist noch ein Holzlöffel. Ach, du hast einen Spezialholzlöffel, sorry. Das ist ein Hören. Hören. Auf jeden Fall. Willst du reinrühren oder soll ich reinrühren? Komm, rühr du ein. Du bist ja der Rührer, der Koch. Auf jeden Fall. Wir kommen bei Teletipp Kochen im Wald hier heute. Ja, sehr nice. Ich glaube, wir können es jetzt runterholen. Oh, riechen tut es auf jeden Fall. Ja, riechen tut es gut, ey. Selbst durch die Zune Nase. Ja. Boah, wird auch direkt cremig. Achtung. Ja. Riecht super. So, Müll. Ich stelle es ein bisschen mehr hier hin, sonst... Ich wollte es aber nicht... Ach so. So, Entschuldigung, wollte ihn da nicht dazwischen futscheln. Nee. So. Damit es natürlich runterputzelt, wie genau. Die Dose eben. So. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, warten wir halt mal 12 Minuten, bis es gezogen ist. Genau. So, wir haben das Süppchen vorbereitet, Leute. Ich zeige euch das mal hier. So sieht's aus, mega cremig. Genau. 12 Minuten richtig vorbei. Schön schlotzi. Mega. Es riecht. Wow. Die riecht richtig frisch gekocht. Ja. Ne? Ja, dann. Oh, die schmeckt auch frisch gekocht. Das Gemüse ist noch ein bisschen knackig. Also auch wieder nur zu empfehlen. Mega lecker, der Kartoffeleintopf. Ja, Freunde, während wir jetzt noch hier, wie der Tino immer gepflegt, schnabellieren, würde ich sagen, wenn euch das kleine Video gefallen hat, lasst es doch gerne mit einem Daumen nach oben da. Schaut beim Tino auf dem Kanal vorbei. Lasst da, wenn euch das Video gefällt, ein Abo da. Lasst bei mir gerne ein Abo da. Haut doch gerne was unten in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Abenteuer und zum nächsten Video auf diesem Kanal wieder.